So, 3, 2, 1, hallo! Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 Beta, Revision 900 nach wie vor. Mary, kommst du mit? Mit dabei ist die Mary. Heute drehen wir das mal um. Und mit dabei ist der Kill Bill. Hallo. Und wir machen jetzt hier noch weiter, rate das Spiel. Was kann denn dann noch? Die Turtles hatten wir schon. Die kamen, glaube ich. Ach nein, wir sind falsch. Na klar sind wir falsch, deswegen kam der Ninja. Ich weiß, wir mussten doch in den Höhleneingang. Wir mussten in diesen Höhleneingang, der uns damals immer so weggeschickt hat. Der war doch ganz am Anfang, ne? Ich glaube, wir haben es so ein bisschen jetzt überschnitten, ja, stimmt. Fork! Der war am Anfang, ja. Wir haben versagt. Ja, wir waren wieder total noobig. Wir machen das natürlich alles nur, um zu leveln. Ja. Müssen wir ja auch, weil die Gegner sind dann doch jetzt schon ein bisschen straight. Wir sind schon Level 25, ab 26 können wir uns wieder verwandeln. Level up. Ja. Ey, stimmt ja. Das können wir dann in einem Stein machen, den es nicht mehr gibt. Verdammt. Nee, leider können wir uns nicht verwandeln. Ach nee, das müssen wir oben machen, ne? Nee. Ach, da brauchen wir außerdem dieses Item. Richtig. Und die kriegst du nur Mana Land. Da in die Höhle müssen wir nämlich. Ja, und die kriegst du nur Mana Land. Und Mana Land, sag mal. Mana jetzt Land ist Mana Land. Also wir leveln dann im Mana Land. Wir leveln dann im Mana Land. Also wir tun dann im Mana-Level, im Mana-Land ein bisschen Level. Dann könnten wir die Gegenstände ja kriegen. Im Mana-Land. Im Mana-Land. Im Mana-Land. 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 Bam, 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 bam. Im Mana-Land. Komm, wir gehen mal unten hier unten lang. Ja, wir gehen mal runter. Sinnlos, ey. Ey, es war wirklich sinnlos. Hier ist ja überhaupt nichts, ey. Wer baut mir so einen Scheiß? Wow, ich hab Angst. Oh mein Gott, und letztens waren wir ja Dösing, weißt du, und deswegen sind wir hier zurückgerammelt. Und deswegen sind wir auch nicht zum Boss gekommen. Nee, die haben uns ja auch gekillt. Nee. Irgendwer hat uns hier gekillt. War das nicht, wo wir hier desync sind und einfach, dann schnell zum Freundepunkt wieder? Übrigens, wenn wir jetzt mit dem Kampf fertig sind, lass mich nochmal bitte ins Special-Rucksack-Menü reingehen. Ja, bitte. Mary? Ja? Du bist manchmal ein bisschen abgehakt, du kommst so rüber, als ob du blablabla sprichst. Genau so. Machst du doch, Ach so, hab ich ganz vergessen. Das ist ja... Vergessen, dass ich die Sprache spreche. So eine Art Tourette. Mana-Land. Ist das ja. Da muss man ganz willkürlich immer blablabla machen. Ja. Wie bei dem Film mit Louis de Funès. Ja, genau, Louis de Funès. mit dem Außerirdischen, wo die ganze Zeit nur Kohl essen. Das war so toll. So, wo ist jetzt hier die ganze Schoki hin? Das Zeit. Ja. Unten. Ja, bei dem Film, was gab's denn da noch? Mr. N, Mr. N. Warte mal, da gab's was mit einer Katze. Super Mario Show gab's da auf jeden Fall. Die Super Mario Brothers Super Show. Ja. Naja, das wäre aber blöd. Captain N war's, genau so hieß es. He-Man gab's da. Auf Tele 5. Du hast jetzt nebenbei Google aufgemacht, gib's ruhig zu. Nein, hab ich nicht. Ja, das aber da gab's doch noch was mit einer Katze. Auf Tele 5? Ja, auf Tele 5, glaube ich. Aber nicht Winnie Pooh oder so. Ist Winnie Pooh eine Katze? Naja, ist Bär, aber... Ja, Bär, Katze, hat das Gleiche. Ne? Ist doch alles das Gleiche irgendwie. Naja, und dann gab's auf jeden Fall noch Rock'n'Roll Kids, glaube ich. Das hat meine Mutter immer geguckt. Ja, Rock'n'Roll Kids, und was gab's? Warte mal, auf Tele 5, ne? Da gab's dann noch Odysseus? Das sagt also Odysseus, gar nichts. Odysseus 31. Hatten die nicht eigentlich auch Transformers? Ja. Transformers. Oh, das war so geil, die Transformers. Habe ich letztens bei Facebook ein Video gesehen, das war voll cool. Das war so ein Kindergarten und da haben die Kinder sich da irgendwie verkleidet und haben dabei so eine Art, wie nennt man das, Modenschau gemacht oder so, in Kostüm. Und da hat sich halt einer als, wie ist der Erzbösewicht von den Transformers noch? Omega, Triforce, Megatron, keine Ahnung. Megatron. Megatron? Oder war es der Gute? Das war der Truck mit blauem Kopf und rotem Gewand. Ah. Ja, das ist da von der Decepticon waren die Gegner. Decepticon waren die Gegner. Autobots waren es auf jeden Fall. Die Gruppe von den Autobots und das ist der Chef, meinst du? Ja, genau, der. Omega, der Ultra, keine Ahnung. Nee, nicht Omega, Ultra. Der hieß, wie ist denn der? Megatron? Nee. Megatron war der Megatron Böse. Klingt eher wie eine Stadt. Nee, Megatron war der Böse. Also war von den Mary, voll geil.
War für die Decepticons der Boss. Ey, Mary hat das voll abgewehrt in seiner Mighty Kraft. Ja. Vampirklaue. Hoch. Hoch, ja. Hä? Hey, ne, runter sind wir jetzt. Jetzt sind wir runtergegangen, definitiv. Ja. Glaub, erster Player-Bonus und so, weißt du, Bescheid. Ja. Tja, was gab's denn dann noch so? Ach ja, Silverhawk gab's da noch. Und die Mighty Ducks gab's auch. Der Mighty Ducks. Heil dich, Kill Bill. Du stehst. Ich rette dich, Kill Bill. Ich mache den Fisch zur Schnecke. Heil uns alle. Mach mal eine Runde heilen. Ja, mach mal eine Heilrunde. Heiler. Ich bin halt Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist ein Biestmensch. Ein Monk. Ein Biestmönch. Ein Biestmonk. Ein Biestmensch. Du bist sozusagen. Ich versuche gerade irgendeinen Charakter aus der Sailor Moon Welt zu finden, der dazu einem Biestmenschen passt, aber ich glaube, da gibt's nichts. Gut. Nee, nicht wirklich. Vielleicht einer von den Gegnern, aber. Ja. Da waren so viele. Biestmensch. Tuxedo-Mask. Ja, eindeutig. Vor allem der Bartwuchs. Ja, total. Die Rose. Ja, ich hab als Waffe eine Rose, genau, und habe einen Hut auf, siehst du doch. Ich habe als Waffe eine Rose. Ich habe einen roten Hut auf, aber man könnte den ja auch schwarz färben. Oh ja, kann ich den jetzt endlich mal bitte boxen oder so ein Scheiß? Na toll, ich komme hier nicht mehr zum Hauen. Kill Bill, nein, du wirst sterben. Na cool, jetzt kannst du ja sterben, ne? Ja. Du bist fast tot. Heil dich mal selber. Ja. Ich mach das mal. Wir versuchen sie zu verteidigen, Herr Kilby. Kilby, ich bin Kilby, ich muss mich heilen. So. Ja. Oh, man merkt mir meine Kopfschmerzen doch nicht so stark an, wie ich dachte. Echt? Was Kopfschmerzen? Habe ich vorhin bei Facebook geschrieben. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen krubbeliger bin als sonst. Ich brauche eine Heilung. Ich habe doch gesagt, ich war unterwegs. Ich habe das alles gar nicht mitgekriegt. Nee. Wann hast du gesagt, dass du unterwegs bist? Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe vorhin erwähnt, bevor wir uns da jetzt hier getroffen haben, habe ich doch gesagt. Quatsch, wo wir uns dann hier getroffen haben. Ach so, ja. Pardon. Pardon, ja. Oder Pardon. Wie die Engländer sagen würden. Pardon! Wir was können kein Französisch, deswegen sagen wir Pardon! Ja, wie die Mary rumgehüpft ist, ne? Voll krass, finde ich voll cool. Ich auch. Gar kein Gegner mehr. Ich brauche einen neuen Gegner! Wir brauchen einen neuen Timmy! Das waren die Dinos. Nein! Ja, doch! Dinos. Das Baby muss mich lieb haben! Genau, das nicht war cool. Immer durch die ganze Bude so geworfen gegen die Wand. Nochmal! Das war toll. Ein Ausgang erscheint. Ja, the Mother of Ausgang. Ja, weiter, was gab's denn noch für coole Omega Opticon Serien? Power Rangers! Hey, jetzt kommen die Power Rangers! Supergeile Power Rangers! Das war dann schon RTL damals. Echt, ja? Im Frühprogramm. Ach ja, stimmt, in KRTL. Ach, ja, wenn jetzt hier ja. die kleinen Kinder zugucken, die so um die 16 Jahre sind. Ja, die sagen, KRTL kenne ich nicht. Die kennen wahrscheinlich nicht mal das Kinderprogramm von ProSieben, was es damals übrigens gab. Ja, ProSieben Kids oder so hieß das, glaube ich. Ja, mit Bim Bambino, die wurde ja dann gekauft von ProSieben. Bim Bambino ist ein kleiner... Nee, Quatsch, von RTL. ProSieben oder von RTL? Nee, von ProSieben wurden die Kaffee. ProSieben gehört zur ProSieben Sat1 Gruppe. Ja, hat aber mit RTL nichts am Hut, außer dass es halt Privatsender sind. Nein, ich wusste jetzt nochmal, Bambino war das nicht von RTL 2 dann auch nochmal gekauft worden irgendwie? Der Bimbambino. Der Bimbambino ist auf jeden Fall ganz schön rumgegangen, die Marke. Ich heile erstmal mich, ja. Heilt euch selber, los! Ach nee, warte, ich geb ne Runde Schuckis, hey! Hey, ho! Let's go! Let's go! Mal, nee, wir machen das anders. Bim Bambino. Und Mary kriegt doch nur einen Schoki. Ja. Schoki. Schoki, Schokoladi. Jeder mag sie. Nee. Boah, weißt du, krieg ich auch wieder voll aufs Maul, Alter. Jupp. Schon Arsch. Kaum geheilt. Block. So. Da kann es halt nicht sehen, wenn wir viel Energie haben. Eine Panik. Ja, genau. Achtung, Panikende! Ich habe gestern auf Twitch noch ein bisschen rumgeguckt, ne, gestern Abend. Und da habe ich mir was angeguckt zu Mirror's Edge. Ich habe mir vorher noch nie irgendwie professionelles Mirror's Edge
Gaming angeguckt, aber das ist ja voll ultra, was die da machen, ey. Voll krass. Da hättest du mal zu diesen, was ich gesagt habe, was bei Twitch ja, dieses Mega-Event. Da hatten sie nämlich Mirror's Edge drin und da haben zwei parallel gespielt. Da kannst du nicht zwei parallel gucken, oder? Doch. Die haben zwei parallel auf eins King gespielt bei dem Event. Das ist ja hammergeil. Da hast du richtig gesehen, also wo sie jede Sekunde rausgeholt haben, ne? Also wirklich krass. So, was ist jetzt hier los, ja, Leute? Warum verrecken wir jetzt hier so krass? Ihr müsst angreifen. Weil die Gegner hart sind. Also haben sie gesagt. Anders killen. Ja. Wir haben wirklich jede Sekunde daraus geholt, also war schon ziemlich cool anzusehen. Warum schiebe ich denn hier die Typen und durch hier? Ich bewege mich doch gar nicht. Also ich glaube eine Stunde haben die gebraucht bei Mirror's Edge, dann waren sie durch. Ja, Mann, du Arschblock. Mach da jetzt endlich mal einer den fucking Ninja tot, bitte, danke. Ja, der Ninja, der war schon immer scheiße. Schon immer. Oder? Ich bin auch ein Ninja, bin ich scheiße? Ja. Ne, also im ersten Teil waren die schon. Im ersten Teil, meine ich. Ach so, im ersten Teil. Secret of Mana 1 quasi. Seiken Densetsu 2. War das eigentlich der Secret of Mana 1? Oh. War das Seiken Densetsu 2, oder? Ja. Was war dann Seiken Densetsu 1? Mystic Quest. Auf dem Gameboy. Hieß das direkt? Gameboy Mystic Quest. Ist das nicht Final Fantasy Seiken Densetsu? Nein. Oder nein. So in der nein. Richtung? Nee? Nein. Nein, ich weiß es ganz genau. Mystic Quest, Gameboy. Ich weiß das alles besser wie du. Ist in Japanisch erschienen unter dem Namen Seiken Densetsu 1. Okay. Dann ist Seiken Densetsu 2 in Japan rausgekommen und das war bei uns Secret of Mana 1. Und dann ist Seiken Densetsu 3 und das ist Secret of Mana 2. Ganz sicher. 100.000% sicher. Komm jetzt hier bitte jetzt mal das Safe Station. Sind wir jetzt hier im Kreis gelaufen? Wir kommen ja, irgendwie. Also irgendwie haben wir jetzt hier einen Ausgang übersehen. Ich glaube hier unten, guck mal. Sie sieht wie ihr Ausgang aus. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Aber lassen wir die Enten hier noch plätten. Auf jeden Fall. Doin, doin. Der Move ist übelst geil, oder? Doin, doin. Der ist voll geil. Der sieht nicht nur cool aus, der nützt wenigstens auch was. Im Gegensatz zu meinen abgefuckten Plätten. Den will ich auch haben. Ey, wieso ist denn da oben jetzt auch noch ein Ninja und da unten ein Ninja? Und Kibbel, du musst die Leute angreifen. Ja, du hast ja gerade ein Special gemacht. Ich habe genau gesehen, wie du vorher gegen die Brücke gekämpft hast. Ja, die böse Brücke. Ja. Die muss, ja, die muss auch mal verkleiden. Cool, ich habe den Track gebuckt. Ja, hast du gut gemacht. Ja, mach ich schon. Heal yourself. Das ist voll krass. Mary muss ja wenigstens im Moment geheilt werden, ja. Ja. Immer nur, weil wir die Aggro auf uns ziehen. Ja, weil wir mal raufgehen auf die Gegner. Guck mal, wie ich das. Ich hab den mit meinem normalen Special bitte schön platt gemacht, ja. Aber das sieht man eigentlich, wie underlevelt wir sind. Wir sind seitdem hier drin 3 Aufstufungen. Ne, 2 haben wir schon gekriegt. Also ist schon ziemlich schnell haben wir hier eine Auflevelung gekriegt, ne? Ja. Also sieht man auch, wie stark die Gegner hier auch sind. Intelligence. Na, das war für, dass das stärker dein Move ist, also dein. Dein Weiß schon. Deine Magie. Ja. Könnte auch mal machen. Ja, echt mal, Mary könnte auch manchmal zaubern. Aber manchmal. Nicht auf. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal haben Gegner ein kleines bisschen haue gern. Haben kleine Terrorenten haue gern. Ja, genau die. Boah, jetzt hat sich Mary auf Vollend vom Kopf gekriegt, hast du das gesehen, ja? Mary, du musst Schokolade essen, dann geht's dir besser. Und sie lebt noch, ja, sie lebt noch. Ja, da soll mal einer sagen, man lernt hier nichts fürs Leben, ja? Ja. Wenn du Schokolade isst, geht's dir besser. Ja, links, rechts, oben, unten. A, B, B, A, X, Y, Z. So. Wer sagt, dass wir jetzt hier richtig gelaufen sind? Wie bitte? Wer sagt denn, dass wir jetzt hier richtig gelaufen sind? Keiner sagt das. Da waren 2 Ausgänge, oder? Ja, einer oben, einer links. Rechts. Nicht, dass wir uns hier verlaufen oder so. Ich glaube, das haben wir schon. Aber mega. Hat einer mitgeschnitten, wo wir hier lang sind? Nee, ne? Rechts. Nee. Rechts. Ich bin dafür. Das wird da lang gehen. Pick, jetzt kannst du mal. Tja, Vitality oder Stärke die? Tja, also willst auch zaubern, dann kannst du Intelligenz machen. Ey, na mein Kack-Fix-Zauber da, den kannst du dir. Kann man sich eigentlich Scheiße. In seinen kleinen. Ich will nicht oben lang, ich will eigentlich unten lang. Boah, eigentlich. Oh. Und. Fuck! Ja! Das gibt's jetzt nein! Voll gewusst! Ja. Lass uns zurückgehen. Komm, wir hauen wieder ab. Da stand aber nicht, dass wir gefangen sind. Wir müssen wieder abhauen. Nein. Okay. Also jetzt hör mal auf hier. Die Männer. Kibbel, du heilst dich. Ja. Mary, du zauberst auf den.
Ja. Und ich werde mein cooles Shuriken auf den Netz werfen, wenn ich ihn dann sehe. Das, wenn sie es, ja. Du kannst das bestimmt auch noch nicht auf den Schnecken. Abwehrschwächen, das bringt's auf jeden Fall. Das könntest du probieren, das könnte gehen. Ja. Aber erstmal muss ich Kilbe selber heilen, wir gehen schon mal ein Stückchen hoch. Dann machst du Abwehr und ich mach dann Shuriken! Shuriken! Kill Bill heilen! Jetzt. Ja, du musst mir ja mal lassen. Nein, ich lass dich nicht! Nee, das ist noch zu wenig, der muss erstmal da sein. Der kommt doch gerade erst, guck da mal hin. Ach so? Ich dachte, man kann schon gegen ihn kämpfen. Nein. Was ist denn das für ein dummer Endgegner? Oh, ich muss jetzt erst erscheinen. Jetzt kommt er da, Craftwasser. Ach nee. Nein. Craftwasser, der ultimative Endgegner. Der kommt doch erst, wenn er da ist, wenn wir jetzt. Ja. Was wollte ich machen? Heißt der Xanbi oder was? Was ist der Name? Xanbi! Zombie heißt der also. Xianbi oder so. Shuriken. Würde mich mal interessieren, ob das da wirklich so gedacht ist. Was 30? Und guck mal, wie viel du abziehst, wenn du normal drauf haust dann, ne? Ja, aber ich habe noch Tempo runtergemacht. Ja, ich werde mal, was ist das hier? Druckpunkt. Ja, dann machst du auch irgendwas, dich stärker oder schöner oder so. Die naja. Angriffskraft. Oh ja, oder? Ausgezeichnet. Ja, warte mal, der Druckpunkt MP1. Normalerweise steht doch in Klammern immer da hinten, was es macht. Ja, das oder? Haben wir uns doch schon mal drüber beschwert. Ah. Da fehlt sogar, da steht nicht mal einer oder so, oder? Standest du da? Nee. Fuck. Ich brenne. Nee, warte mal jetzt. Ja. Show you can. So. Ja, überleg mal, wie viel da abzieht. Da guck mal, da ist er gerade gewesen. 180. Heilig. Heilige Mutter Gottes. Oder wie man auch sagen würde, heilige Kiwi. Ja, aber guck, hier steht's, pass auf. Kiwi. Einer, ne? Ja. Und hier steht gar nichts. Ja. Fehler. So, okay, jetzt müssen wir erstmal abladen. Mary muss immer geheilt werden. Ja. Ach so, der Mary muss ja, nicht ich, ne? Der Mary muss geheilt werden. Ja. Ja, da kannst du dich ruhig auch mal ein bisschen heilen, ne? Kannst du ja, du kannst das ab. Ja, guck mal, ich kann ihn trotzdem drauf zaubern. Das ist cool. Nee, weil er jetzt auch da ist. Also wenn er einmal da ist. Nee, der ist doch noch, der ist noch in seiner Wolkenform. Nein, vor uns war es vielleicht so eine Intro-Sequenz, so extra weißt. Hitzestrahl auf Mika. Das ist Kacke. Auf Michelangelo. Komm, da sollen wir wieder herkommen. Ist voll geil, wie ich dann vorher tanze, so hier. Yeah. Ja, ist mir das egal, hat, ja. Das hat was. Mari, du könntest vielleicht den noch mal ein bisschen schwächen oder so, hä? Könntest du es einmal aufheben, deinen Shoryuken, bis er in der Luft ist, wo wir ihn eh nicht treffen das können? Das ist natürlich eine Variante, ne? Xambi! Ja, weil da hat es auch Sinn. Meinst du? Na klar. Das sagst du ja jetzt nur so, um mich zu beruhigen. Die Glutgranate, auf wen ging das jetzt? Nee, wir haben besiegt. Nein, Glutgranate. Oh fuck. Das ist echt, ach so. Besiegt, klar. Auf. Oh, Pig, du musst jetzt heilen? Einen auf Gott machen. God Mode! Das Geile ist, du hast es angewendet, wo ich das angewendet habe. Voll cool, oder? Dann war er aber weg, pass auf. Das ist überhaupt, wenn er so... Doch, der hat was verloren. 200. Das ist das geil, wir können ihn angreifen, obwohl er nicht da... Zweimal! Ja. Wartet mal, was ist denn das hier für eine fucking Kralle? Vampirklaue? Ja, Waffe stiehlt HP. Das ist perfekt. Perfekt, komm mal. Mach doch! Mach. Auf mich auf jeden Fall, weil ich greife den ja öfter an. Ja, soll ich dir HP klauen? Nein, der Kilbe wird dann ihm HP stehlen mit seiner Richtig, Waffe. Weil ich draufhaue. Der da draufhaut mit Boxen, der kriegt dann HP. So, das ist natürlich hammergeil. Na klar, voll geil. Dann mach ich das auch auf mich. Haust du zu? Du machst doch bloß deinen Chirurgen, ey. Nee, ich stehe die ganze Zeit in dem drin und hau den volle Möhre. Und so. Wie hätte ich denn sonst mein Special voll bekommen? Noch nicht durch meinen Shuriken. Jetzt fahr durch deinen Shuriken. Sure you can. Ey, man kriegt tatsächlich ein HP dazu. Das ist ja geil. Man bekommt aber auch wieder abgezogen. Wenn man getroffen wird. Boah, jetzt wartet auf uns alle. Lava. Oh oh. Lava Move. Aber wir haben Super Move. Ey, komm. Pick, komm. Schnell, Super Move. Super Move. Double Dragon. Super Fantastic. Bam, bam, bam. Gibbel los, yeah. Watch your Roundhouse Motherfucking Kick. Der Roundhouse Kick ist das, genau. Das ist der Roundhouse Motherfucking Kick. Kannst du aber nicht. Es war vorbei. Ey, du musst echt warten, bis er dann da ist. Mit deinem Mega Kick. Ja. Naja, vielleicht war der auch gerade außerhalb des Screens und. Doch, das hat dir noch was abgezogen. Ich hab's genau gesehen. Nee, wie war das jetzt scheiße? Vorhin stand vorbei. Ja? Ja. Na gut. Schau.
Mann, ich bin krass. Ja, der hat voll die Moves, ey. Und jetzt weißt du, welche Biester da in den Steinen waren. Ach so, okay. Das ist der Gehörnte. Das ist der Gehörnte, der nicht sein wollte. Da hinten ist doch was. Da, ich hab den abgezogen. Ja, manchmal, aber nicht immer. So. Feuerhagel! Feuerhagel! Das geht von auf Kibbel. Ne, geht auf uns alle dry. Der macht es immer auf 3. Ist das mal neu aufgefallen? Ich will mir mal ein Bonbon geben. Wir können auch heilen, eigentlich. Ja, ich mach das jetzt aber, guck. Heilung. Heile, heile Segen, die Mutti wird's dir danken. Hä? Was? Wer hat das gesagt? Du. Wer hast du? Ich bin ja von uns der ultimativ kompetente Typi, also kann das gar nicht sein. Ich bin Bombs, Mary.